Hallo, liebe Bewohner. Es ist Donnerstag, der 9. April 2020, hier auf Lakeside. Heute gibt es eigentlich keine erwähnenswerten Neuigkeiten. Deshalb nur etwas hier zur Jahreszeit. Habt ihr heute Morgen auch Kirschblüten in der Luft gesehen? Einfach zauberhaft. Schade, dass es nur kurz gibt. Aber vielleicht gibt es Teil des Zaubers. Ach, noch etwas. Ich habe alle Nutzer die App für die Bastelanleitung eine Anleitung für ein Picknickset geschickt. Packt euch etwas Essen ein und genießt unter den wunderschönen blühenden Bäumen. What the fuck? Halli, hallo, hallöchen, Leute, herzliche Willkommen zu Animal Crossing. Ich habe es bestimmt eine Woche, zwei Wochen nicht gespielt. Das hat einen Grund. Ich war krank. Ich war wirklich eine Woche krank gelegen. Ich hatte Kopfschmerzen, wahnsinnige. Und ich, ja, man hätte dann vielleicht sagen können, ja, ich hätte jetzt auch gerade denn Animal Crossing spielen können. Aber ich wollte nicht weiterspielen, ohne halt euch mit eingebunden zu haben. Ich war einmal bei Moggy, also beziehungsweise, oh, ich habe von Maeve ein Paket gekriegt. Kuss! Oh mein Gott, was habe ich gekriegt von Maeve? Maeve, was hast du mir geschickt? So viel Post, Leute. Dodo Airlines. Wir wollten uns bedanken, dass du mit Dodo Airlines fliegst. Wir wissen, dass du nicht viel Auswahlmöglichkeiten hast, aber trotzdem danke. Ja, okay, auch damit her. Aber ich wollte gucken, was von Maeve ist. Was ist denn von Maeve das Geschenk? Stimmt das hier, ne? Oh mein Gott! Es ist die Kurtmütze! Ja! Danke, Maeve! Vielen lieben Dank. Also ich war wie gesagt ein paar Tage krank. Ich habe wirklich eine Woche in mehr oder weniger in Quarantäne gelebt. Ich hatte halt Anzeichen dieses komischen Viruses. Dennoch, auf deiner Insel FIFA findet derzeit eine große Eisuche statt. Ich habe Eier und Anleitung versteckt. Also immer schön die Lupsche aufhalten, okay. Ich habe zum Beispiel auch noch gar keine Eier und sowas alles. Ich habe nichts. Ich, ja, man hätte sagen können, okay, gerade dann so zu Animal Crossing spielen. Ich bin noch an dem Punkt, wo ich sage, ey, ich glaube, jetzt ist so wirklich die letzte Aufnahme, die ich mache, wo alle Sachen im Stream... oder im Stream sei schon, ich bin ja gerade wirklich nur eine Aufnahme, wo alle Sachen in der Aufnahme geklärt werden. Und dann werde ich dann, glaube ich, so machen, dass ich vielleicht so gucke, okay, was ist die letzten Tage passiert? So, weißt du? Dass ich dann so ein bisschen privat spiele und dann sagen kann, guck mal, das habe ich gemacht und das habe ich gemacht und das habe ich gemacht. Und dann, dass ich so on-stream spiele und sowas. Deswegen, ich wollte halt nicht privat spielen, weil es halt dann für euch doof ist. Außer, dass ich halt einmal bei Dingen zu Besuch war. Wir haben gesehen, oh mein Gott, Melinda ist da. Oder Isabel. Wir nennen sie einfach Isabel, weil Isabel ist ein schönerer Name als Melinda. Oh mein Gott, wir haben Stadtrennen gekriegt. Holy fucking shit. Gehen wir da mal rein und gucken mal. Sag mal hallo. Hallo. Ah, Ricky. Hallo, hallo. Herzlich willkommen in unserem neuen heimigen Service-Zelt. Ach, ich sag ja immer noch Zelt. Jetzt haben wir doch ein herrliches Gebäude und alles nur dank dir. Also, ich hatte dir bereits in meiner Durchsage erwähnt, aber... Wir benötigen eine qualifizierte Kraft, die sich um ein neues Gebäude kümmert. Also hätten wir hier Melinda, in dieser Aufgabe ihren fähigen Hände nimmt. Dann bist du also Ricky, ja? Tom Luke hat mir schon viel von dir erzählt. Für mich ist alles noch ein bisschen neu hier, da werde ich mich noch ein bisschen eingewöhnen müssen. Aber es gefällt mir schon richtig gut auf der Insel. Ich werde euch nicht enttäuschen, das verspreche ich. Schön gesagt, Melinda und ich werden uns die Arbeit aufteilen, damit es hier gleich noch besser läuft. Ich werde mich um alles kümmern, was in Richtung Bau, Eigenheim und generell Handwerkliches geht. Melinda ist derweil für dich da, wenn du Hilfe in puncto Inselleben, Betrieb und Organisation brauchst. Setz dich einfach am richtigen Schalter, dann kommen wir gedüst wie ein ganze Flotte Dodo-Jets. Ach, und dank unserem tollen neuen System bieten wir nun auch nie genaue Leistungen an. Dann hätte ich nur noch eine winzige Bitte an dich, falls es dir nichts ausmacht. Nur noch mal meinen Schalterplatz, wenn du welche Zeit für mich hast. Unser Service Center ist jederzeit für dich und ganz Lakeside da. Komm vorbei, wenn du magst. Okay, ich möchte also erstmal mit Melinda sprechen. Hallo Melinda. Huch, Ricky. Du bist ja wirklich super schnell. Hallo. Hier in dem Schalter helfe ich dir bei allgemeinen Fragen und bei Problemen mit anderen Bewohnern. Kleinigkeiten besprechen wir bei Bedarf, ja? Kein Grund, einfach so direkt in den Vollen zu steigen. Und du gerade da bist, sag doch mal, hast du einen Moment denn irgendwas auf dem Herzen? Und ob? Ach, ich bin ja so aufgeregt. Mein allererster Auftrag. Tihihi. Oh je, das war jetzt leicht unprofessionell, oder? Puh, also dann. Wie kann ich dir heute helfen? Eine Bewohnersache. Was genau hast du auf dem Herzen, Ricky? Macht dir Bewohner das Leben schwer? Ich finde ja, dass sich mittels Kommunikation jedoch nur so knifflig komplett lösen lässt. Aber wenn du bereit bist, das Gespräch gesucht hast, bleibt mir nichts anderes übrig, als einzuschreiten. Wer von unserer Insel übel daherredet oder sich unangemessen kleidet, bekommt eine Verwarnung. Sie sollen sich alle hier bei uns wohlfühlen. Also sag, wie kann ich dir weiterhelfen? Unternimm etwas. Welcher unserer Bewohner macht dir denn Kummer? Oh, Felix und Anna habe ich noch gar nicht gesehen. Doch, alle habe ich... Alter, wir haben neue. Larissa ist bei uns eingezogen. Okay, nee, lass. Mal Glück gehabt. Machen wir auch Schmerzen. Kann ich noch was für dich tun? Oh mein Gott, eine neue Inselflagge. Ja, bitte. Unsere Flagge ist das Aushängeschild von Lakeside und repräsentiert sämtliche Bewohner. Deshalb flattert so stolz. Okay, verstehe. Kann mir jemand von euch ein geiles Logo erstellen?
Ich habe momentan aber ich ja nicht wirklich. Ich meine, wir können erstmal das nehmen. Na sowas, Ricky. Das ist perfekt in jeder Hinsicht. Es ist herrlich geglückt, die SSS von Nexus auf ein Stückchen Stoff zu bannen. So, weil wir diese neue Flagge unserer Insel schmücken. Danke für das wunderbare, schöne Design. Kannst du aber für dich tun? Nee. Inselmelodie und sowas werde ich nachher noch raussuchen. Mache ich dir mal so fertig. Kann mir jemand ein geiles Logo machen? Ich hätte gerne das Wappen der Hoffnung oder ein Digi-Weiß als Logo für Lakeside. Kann mir da jemand was herstellen? Das wäre super. Das kann ich als Flagge da benutzen. So, hallo. Oh, hallo, Ricky. Dein Zuhause ist jetzt viel geräumiger, oder? Etwas mehr Platz ist nie verkehrt. Dann gäbe es noch einiges. Eines. Nämlich die Kosten für den Umbau. Das macht 198.000 Sternis. Ah ja, bitte rückzahlen nie wie sofort Bankautomaten des Nukfundos. Es ist mein Vergnügen. Oh, ich habe gerade nachbekommen. Mit dir Geschäfte zu machen. Ja, ja. Okay. Ja, ja, so ist der Beratungsschalter. Ehe ich losberate, lass mich rasch erklären, was genau bei uns überhaupt so anstellen kannst. Nehmen wir bewährten Leistungsstich, den nehmen nicht auch bei den Fragen zu dem Bauen zur Seite. Alles, was unser schönes Inselchen noch frescher, flotter und praktischer macht. Jawohl. Hier kannst du Brücken errichten, Aufgänge wie Treppen und Rampen, wie Gebäude versetzen. Ja! Also Vergnügen, brechen wir dafür natürlich gewisse Gebühren. Wenn du im Bilde bist, sag doch mal, was kann ich für dich Gutes tun? Ich brauche deinen Rat. Hoppla. Dein Frischwandswerk, Arbeit geht los. Eine meiner liebsten Fragen ist, was soll ich tun, weißt du? Guter Rat ist bei mir nämlich nicht teuer, sondern fürsorglich im Vorfeld ins Paket mit eingepreist. Also, willkommen bei der Bauberatung. Was hast du auf dem Herzen? Ich möchte. Infrastruktur. Lass uns reden, wir können über verschiedene Dinge sprechen. Was hast du im Sinn? Position ändern, ich will mein Haus umsetzen. Zumal unser Einzelsprecher sowieso genau der Richtige in Sachen Planung und Co. bist. Falls du also mal denkst, hey, also das Gebäude hier würde sich dort links viel besser tun, dann fällt es dir nicht genug befragen. Für Ungescheißwische bin ich nämlich Waschbär vom Fach. So ein Bauwerk verschiebt man natürlich nicht mit einer Pfote, also kostet die Sache auch ein wenig. Man wird schon ein wenig ständig umdrehen, wenn es in die Handlung für das eigene Insel hingeht. Wenn du eine Behausung umlegen willst, dann sprich mich auf Eigenheimberatung an. Und sag doch mal, hättest du denn um das Benefit irgendwie billig? Okay, also Eigenheimberatung, okay. Das ist Eigenheimberatung. Ich will nämlich mein Haus umsetzen. Ich will umziehen. Ja. Wenn du eine Unfallsorge dafür, dass du... 30.000 Sterne. Ist bereit zum Umzug. Ah, okay. Kann ich also später machen. Okay, aber es ist gut zu wissen. Dann würde ich gerne eine Brücke bauen lassen. Ricky, also. Das sieht noch schöner. Probier's mal aus. Hallo. Willkommen bei Bauberatung. Pass auf dem Herzen. Ich möchte gerne... Der Bastelkurs, okay. Bist du bereit, eine wunderbare Welt des Umstellens zu betreten, Ricky? Aber mit Vergnügen. So gefällt mir das. Fangen wir gleich an. Bastelkurs. Ich fange am besten mit einer Erklärung des Umgestaltens an. Im Grunde ist es ganz einfach. Zuerst brauchst du natürlich etwas, das du umgestalten möchtest, so wie die nötigen Umgestaltungssets. Dann gestaltest du das Item an dein Werkband um. Schon hat es ein neues Design und eine neue Farbe. Wie gesagt, noch gleich. Probieren geht über Studieren. Fangen wir also an. Der Ziel dieser Sitzung ist es, einen Holzschrank zu machen und dann umzugestalten. Eines war staunende Kleidungsschränke, Truhen und so weiter. Ja, ja, sehr nützlich. An ihnen kannst du jedes Kleidungsstück schlüpfen, das sich zu Hause in einem Lager befindet. Mit einem farblichen umgestalteten Holzschrank könntest du daheim Akzente setzen. Diese Freiheit des künstlerischen Ausdrucks ist ja genau das, was Lakeside ausmacht, ja? Oh, dir fehlt ja noch eine entsprechende Bastelanleitung. Im Augenblick, ich lasse dir die rasch zukommen. Ja, heute ist wieder viel Quatschi-Quatschi. Ich sehe das schon. So, das wäre erledigt. Komm doch bitte wieder, sobald du den Holzschrank fertig angebracht hast, ja? Generell so viele Bastelanleitungen. Was ist das eigentlich? Ja, ich habe letztens mit Euphira gesprochen. Häschenlampe. Sternstab. Oh mein Gott. Habe ich gesehen, das ist doch super, oder nicht? Weißt du, wie man einen Sternstab herstellt? War ein Sternstab nicht irgendwie voll wichtig oder so? War es nicht irgendwie so ein Tschüss, ihr zwei. War das nicht irgendwie voll wichtig, dass man da irgendwie Sachen, Klamotten wechseln kann und so? Holy fuck. Die Flagge. Ja, ich habe sowas geschenkt. Ich habe sowas geschickt bekommen. Oh mein Gott. Einmal nach Hause. Wir gucken, was ich für den Stab. Was brauche ich denn für den Stab? Riesensternschwert, Sternschwert habe ich noch gar nicht. Muss ich also nachts mal gucken. So, wir sammeln mal Materialien wieder und gucken mal, was Sina da gleich verkaufen will. Ob die Alte nicht mal bald sagt, jetzt hier, Alter, ich will hier einziehen. Ja, wie ihr seht, ich habe wirklich nicht viel gemacht. Ich habe alles quasi. Es fiel mir schwer, nichts zu tun. Oh mein Gott. Du wohnst doch jetzt hier, ne? Hallo? Du bist bestimmt Ricky, oder? Ich habe schon viel von dir gehört. Endlich sieht man sich.
Ich heiße Anna und bin jetzt auf diese Insel hier eingezogen. Selbst wenn dass wir uns nicht früher begegnet haben. Warst du im Urlaub oder so? Aber egal, Ricky. Es war mein Fest, dich kennenzulernen. Oh mein Gott, ist die süß. Sina. Guten Tag, Ricky. Danke fürs Vorbeischauen. Guten Tag, genau. Womit kann ich dir heute dienen? Zeig mir dein Angebot. Natürlich, schau dir ganz, was du möchtest, kaufen möchtest. Nicht unbedingt was Schönes heute dabei. Ich habe kostet 880 Sterni. Nee. Nee, leider nicht. Ich mach dabei. Ist mal Packing für neue Sachen im Gepäck. Kannst du hier nicht mal einziehen? Wäre super. Oh, dann so viele. Schon wieder neue. Oh nee. Oh Gott, ich dachte, das wäre ein Fossil. Ich habe ein Erzglücksei ausgegraben. Was bringen mir die Eier denn? Oh. Oh, von der Fackel muss ich mich hier verabschieden. Shit. Okay. Oh mein Gott, da Geld. Da Geld vergraben. Hey, was geht ab? Lange nicht gesehen. Ricky, das Haus haben wir schon eine Weile nichts mehr voneinander gehört. Sauber, dass du die Initiative ergreifst und mich einfach so locker flockig anstupst. Boom. Wir müssen mal alle Hallo sagen, mal ganz kurz. Hallo, ich bin wieder da, so, weißt du? Wo hier am Strand das Stück gefällt mir jetzt eigentlich auch schon so ein bisschen, ne? So ein bisschen ist es schon auch. Ist gar nicht so schlecht hier. Wer bin denn noch geschrieben? Ah, Nuke Direct Bank. Oh, 10 Cans Chains wurden mir zu gut geschrieben, weil ich das Konto benutze. Danke. So. Ich brauche eine neue. Ich brauche einfach ganz viel Geld. Damit ich das Haus umsetzen kann, damit wir noch neues bauen. Ach, ist ja auch größer geworden hier, stimmt ja. Ich schiebe jetzt mal alles an die Seite hier. So. Alles größer geworden. So. So, darüber ein bisschen. Und an die Wand. Ach, ich bräuchte unbedingt Tipps und so. Sieht also schlecht bei mir aus. Wie sieht das? Ich hab's ja bei Fully gesehen. Fully hat so schön alles. Bei mir sieht einfach so, also, meh. Ich weiß nicht, kann man schlecht sein in Animal Crossing? Das ist eine Frage. Kann man schlecht sein in Animal Crossing? Ich denke nicht, oder? Ich wollte das was. Oh. Ich meine, es ist immer wieder eigenes Entfinden und so, ne? Ich bin aber auch einfach nicht glücklich. Wo es geht eigentlich? Keine Ahnung. Ich muss, glaube ich, die richtigen Items für drin haben. Dann geht das, glaube ich, auch. Ich spiele, glaube ich, einfach zu wenig wie das Spiel. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, ich spiele zu wenig. Ich glaube, Stöcke brauchte ich, ne? Was soll ich tun? Etwas herstellen. Sternstab kann ich noch nicht herstellen. Ich will einfach nur eine Axt. Genau. Eine Schaufel. Da brauche ich Hartholz für. So, mal Hartholz. Du. Und du. Was herstellen? Herstellen? Ja. Schneller. Sehr gut. Wackelschaufel ist fertig. Weitermachen. Was habe ich denn. Was kann ich denn noch gebrauchen? Was habe ich denn wahrscheinlich noch nicht? Stab wäre halt ganz geil, ne? Ich glaube, der Schleuder brauche ich auch wieder, oder? Oder habe ich noch eine Schleuder? Ich weiß es gar nicht. Hoffentlich habe ich jetzt nicht unnötig was hergestellt. Ah, doch, ich habe zwei Schleudern. Dann kann ich die wenigstens verkaufen. So, die Eier spare ich mir mal auf. Weil die kann ich bestimmt für irgendwas gebrauchen später. Ich habe auch diesen Osterhasen noch nicht gesehen. Nein, nicht ablegen. Ich wollte ins Lager packen. So, ins Lager. Die Geschenke werden gleich alle geöffnet und dann verkauft. Ins Lager. Lager. Oh, das ist ein Sternisack. What the fuck? Und 1000 Sternisack. Der denn hier? Ein Geldbeutel. Lager. Dich erlerne ich gleich. Für die ganzen Eier, wo gut sind. Ich habe das ganze Eier-Event, glaube ich, verpasst. So wie es aussieht. So, mal gucken. Was ist hier dann? Auspacken. Ein Häschentagbett. Die will ich mir dann mal angucken. Die Plasmalampe. Und eine Waschmaschine! ADHS-Pferdchen. ADHS-Pferdchen. Vielleicht Frisiertisch. Okay, gucken wir es mal. Ich möchte auf jeden Fall die Plasmalampe angucken. Ja.
will ich. Die will ich. So, erstmal hier hin. Bis ich dafür den richtigen Platz habe. So, Waschmaschine. Wäsche muss ja gewaschen werden, ne? Würde ich sagen. Das Fähnchen kann, glaube ich, weg. Was bist du? Ein Flechtfrisiertisch? Was bist du? Achso, nee. Ich habe den Holzspiegel. Okay. Machen wir. So ist okay. Alter, ich habe mir die Haare selber geschnitten, ne? Wenn ihr mal auf Instagram gucken wollt. Ich habe mir die Haare selbst geschnitten. Die sind so schön kurz jetzt. War mir zu warm und dann habe ich einfach mir die Haare selber geschnitten, weil mir zu warm war. So, ich habe gehört, umso mehr Geld man einpackt in dieses goldene Ding, umso besser kommt da was Geld raus. Wir gambeln jetzt einmal und packen hier ein bisschen Geld raus. Wir kommen an Nook-Portal, dann nur die Funktion Term. Ja, genau. Bonus mal hin. So, ich möchte einen Bug-Automaten mal rein. Ich möchte gucken, wie viel Geld ich hier drauf habe. 2000. Auszahlung. Gut, probieren wir. So. Probieren wir mal 2000. Ja, Ben. Weil dann ist es, weil jetzt ist ja bald nur auch nur noch so, okay, Geld farmen, ein bisschen angeln gehen und so. Dann kann man lieber ab und zu mal so ein Video machen mit, hey, guck mal, das und das ist passiert und so, weißt du? Das wird jetzt auch das nächste Mal sein. Ich mache jetzt hier noch diese Session auf jeden Fall. Und nach dieser Session wird es dann halt nur noch sein, so mit, hey, guck mal, und das ist passiert und das ist passiert und das ist passiert. Macht, glaube ich, auch mehr Sinn und dann vielleicht auch immer nur noch in Streams und so. Dann haben wir, ich meine, ich habe ja jetzt schon 20 Parts von Animal Crossing, die eine halbe Stunde gehen. Ich meine, das ist schon viel, ne? Zumindest für meine Verhältnisse. Und irgendwann, ich bin halt auch keiner, der das ganze Kampf grinden kann und so. Ich habe 1000 Shinies rausgegraben. Okay, jetzt vergrabe ich. So, warte mal. Ah, genau, in den Geldbeutel. 4000 Shinies. Die möchte ich jetzt vergraben. Okay, dann pflanz mal oder wachse. Wachse, mein Bäumchen, wachse. Nebenbei suchen wir noch den... Ah, ich hätte das vormachen sollen. Hätte ich das damit vergraben können. So dumm. Nein! Das war dumm! Nein! Shit. Ja gut, hab ich mal eben Geld verschenkt, ne? Weil ich dumm bin und dahinter nichts gemacht habe. Egal. Shit. Habe ich nicht, aber letztens erst, weil ich war, glaube ich, letztes Mal kurz da und habe schon mal geguckt, ob alles in Ordnung ist, soweit hier auf der Insel. Gucken wir nochmal. Oh, ein Fossil. Nice. Jetzt graben wir nebenbei mal ein paar Fossile aus und gucken weiter, was so geht. Ein bisschen Kohle noch machen jetzt, ne? Ein Holzschrank muss ich auch noch fertig machen später. Aber jetzt gucken wir erstmal auf der Insel, ob wir da eben was finden, was wir gebrauchen können. Wir müssen auf jeden Fall auch nachts mal spielen. Oder ich muss zumindest nachts mal spielen. Ah, scheiß Ei. Und jetzt einfach mal abchecken, jetzt hier auf der Insel, soweit das in Ordnung ist. Wir gucken bei Dinges dann nochmal rein, bei Eugen. Checken mal die ganze Insel drumherum ab, ob vielleicht irgendwas irgendwo passiert. Ich habe auf jeden Fall vorhin die Schwester von Eugen gesehen. Die lief vorhin schon mal rum. Mit der habe ich ja schon gesprochen, habe davon den Stab gekriegt. Also wie gesagt, ich habe so ein kurz, als ich morgen, ich habe ja letzten Part, habe ich ja Fully und so besucht. Und da ist es denn soweit, da habe ich dann kurz vor mit ihr geschnackt und so. Da habe ich auch das neue Shirt her. Falls ihr den letzten Part gesehen habt, ich hoffe. So. Oh, sieht schon geil aus hier, ne? Oh, das Spiel ist so hübsch. Hat man eigentlich den Qualitätsunterschied gemerkt, dass ich das, die Folge mit... Ich meine, ihr könnt ja jetzt gleich noch reingucken nach der Folge oder so. Dass die Folge von bei Fully habe ich mit OBS aufgenommen. Und das hier nehme ich tatsächlich von der Capture Card selber auf direkt. Und muss dann den Ton synchronisieren und so. Das mach ich mache mir sogar richtig Arbeit hier mit dem, ja? Ich mache mir sogar richtig Arbeit mit Animal Crossing, nur damit es einigermaßen schön aussieht. So, komm, soll der weg jetzt hier. Sieht wieder aus hier wie Sau, die Insel. Oh, die anderen haben also schöne Inseln. Ich habe auch mal bei Lena geguckt. Lena hat eine mega schöne Insel. Bei Lucy sieht das geil aus. Lucy und so von den Apple Water.
Poli hat eine schöne Insel und bei mir sieht es einfach so Genetic. Genetic-Insel. Ich glaube, dass tatsächlich das Animal Crossing eher so ein Stream-Spiel wird. So morgens oder nachmittags oder auch mal abends, so wie ich Bock habe. Also wenn ihr denn nach dieser Session irgendwie, also es wird auf jeden Fall noch ein paar Videos kommen, aber wenn ihr auf jeden Fall sagt, boah, Alter, ich habe richtig Bock auf Animal Crossing, folgt mir auf jeden Fall auf Twitch. Aber da wird es dann wahrscheinlich öfters kommen als hier. In nächster Zeit. Orangen. Oh, ein Geldbaum. Na, 1000. Nur. Aber der werft nicht immer wieder Geld ab, ne? Sondern nur das eine Mal jetzt, oder? Leider. Ich hätte gern, dass der öfter Geld abwirft. Schäufelchen. Oh, fucking Eier! Hui. Hm. Oh, jetzt können wir auch Aufgänge machen und so, ne? Können wir hier oben mal hochgehen, ohne die Leiter zu benutzen und so. Brauchen wir mehr Geld für Brücken und sowas alles. Das werden wir alles noch machen müssen. Brücken, Aufgänge und so weiter und so weiter und so weiter. So, Unkraut irgendwo. Weg, 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 weg. Ich habe letztens auf Twitter so gesehen, da hat einer so wirklich tatsächlich eine Stadt nachgebaut. Habt ihr das Video dazu mal gesehen, wie krass das aussah? Alter Schwede, das sah so gut aus. Alles ist bepflastert quasi. Richtig, richtig schön gemacht. Wir haben so viele fucking Fossile, ne? Also Fossile, glaube ich, also Fossile kommen mir die Spawnrate viel höher vor als zum Beispiel bei Wild World damals oder so oder bei New Leaf. Ist ja der Wahnsinn. Wie viele Fossile wir tatsächlich kriegen. Ich habe das in Osterhasen auch noch nicht einmal gesehen. Ist der schon weg? Hab ich das verpasst? Oh, das ist der 9. Habe ich den verpasst, den Osterhasen? Ich hoffe nicht. Dann haben sie diesen Osterhasen mal aufgeregt. Und ich denke mir so, ich weiß gar nicht, wovon ihr redet. Ich bin krank. Und ich kann nicht aufnehmen, weil meine Stimme im Arsch ist. Oh, shit. Den hätte ich fangen können. Ist er noch da? Der ist noch da. Lang. Ach, stopp, 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 stopp. Bleib mal stehen, du Sau. Wo ist er hin? Oh, nö. Oh. Warte mal. Ah, da bist du. Hab ich dich. Ich habe ein Geschenk. Oho, eine Nasenschreck. Jetzt hab ich dich. Du kannst mit nicht mehr Nase drehen. Ich habe ein Geschenk. Aha. Hab ich dich geschenkt. Oh, ist ein Ei, oder? Huch! Nein! What the fuck? Echt? Ich wollte gerade sagen, ich treffe dich doch nicht. Oh, als ob es jetzt da oben landet. Really? Ich treffe dich doch die ganze Zeit. Was will der denn? Häschenfrisiertisch. Nice. Nugmeilen. Okay. Hieß der Ballons ab. Haben wir. Ach, was hier im Stück machen wir heute noch? Nice. Nachtatives Insekt. Fotofreund. Ja, die Kamera. Achso, weil ich die letztens bei Fully immer benutzt habe. Okay, verstehe. Kreative gesucht. Ja. Service Center. Nice. Ich muss nur noch die Melodie aber machen. Die Flagge ist ja schon mal geändert. Okay. Ja, Melodie muss ich mir noch überlegen, irgendwas. Flaggentechnisch auch noch. Schon wieder ein Geschenk?
direkt über mir. Oh, shit. Bang. Nein! Oh! Wie gewonnen, so zu. Du hast mir einen Meisterschuss eigentlich schlecht von Himmel geholt, nur um eine Wasserblume zu sehen. Ich hoffe, ein paar Meilen spenden dir Trost. Ja, danke. Ey, immerhin. Scheiße. Fuck. Shit. Naja, gut, passiert. Haben wir letztens, glaube ich, noch drüber gesprochen oder so. Ach, hier habe ich auch noch einen Geldbaum gepflanzt den Tag, weil ich das Goldene da gesehen habe. Da habe ich auch 4.000 Dollar reingesteckt. Hey, Paul! Da ist Ricky. Hör mal, Ricky. Hatschi. Herr Sunisa ist zwar etwas peinlich, aber es hat total befreien. Wenn er rausfällt, solltest du es nicht zurückhalten. Hatschi. Hätte ich bloß nicht da zurück. Im Bedarf der Emotion fürs Niesen einzusetzen. Oh, nice! Ich habe die Emotion Niesen erlernt. Hatschi. Hoffentlich werde ich nicht krank. Ich war krank. Also ich bin froh, dass ich jetzt wieder gesund bin einigermaßen. Ich war jetzt ja wirklich vom... Ich war jetzt bis zum 9., also bis heute bin ich krank geschrieben. Karfreitag ist ja eh zu bei uns. Und Samstag ist der erste Tag, dass ich wieder arbeite seit... Dann war ich beim Arzt. Donnerstag. Letzte Woche Donnerstag. Ich war also wirklich jetzt über eine Woche krank geschrieben. Aufgrund... um euch mal ein bisschen was zu... Ich glaube, ich habe es bei den Petey Boys erzählt, aber hier noch nicht. Ich war krank. Oder ich bin krank. Petey Boys habe ich natürlich trotzdem durchgezogen. Was muss. Ich habe mich überhaupt nicht gefühlt. Und habe dann den Arzt, ich wollte dann zum Arzt gehen, der Arzt hat aber zu. Oder beziehungsweise was heißt zu, ich darf da mit den Symptomen, steckst da vorne dran, darf ich nicht rein beim Arzt. Was ja auch irgendwo Sinn macht, weil die wollen sich natürlich auch nicht anstecken, falls ich doch diesen komischen Virus habe oder so. Und es sind halt die gleichen Symptome gewesen wie der Virus. Oh, fuck it. Hab ich dich. Eine Libelle, ne? Eine Königslibelle sogar, oh. Weil es dann immer die gleichen Symptome waren wie dieser beschissene Virus. Hab ich da angerufen und gesagt, yo. Oh, ein Geschenk. Ich sag, yo, pass auf, so und so sieht's aus. Das und das ist Phase. Was soll ich jetzt machen? Und dann hat er gesagt, ja, passen Sie auf, Herr Mania. Waren Sie denn, hat er mich erstmal gefragt, waren Sie die letzten Tage dann im Ausland oder so? Ich sag, nee, ich bin ja zu Hause, ne? Und, ja, haben Sie den Kontakt gehabt mit einem bestimmten Corona-Falser? Weiß ich nicht. Aber, und das weiß er ja selber auch, bei uns gab's ja in den letzten Tagen tatsächlich 2 Corona-Fälle in Boston, einem kleinen Dörfchen. Dementsprechend schlecht. Kann natürlich also passieren, gerade... Oh, Schlagzeug, will ich behalten. Gerade, weil ich natürlich beim Bäcker arbeite, natürlich da weiß man natürlich nie, ob die da eingekauft haben oder nicht. So, da hat er gesagt, ja gut, passen Sie auf, es kann auch nur ein Infekt sein, bleiben Sie mal eine Woche zu Hause. Und sobald Fieber dazu kommt, soll ich mich melden. Und dann habe ich meine Mutter losgeschickt, die hat dann für mich einmal eingekauft, so für die Woche, die hat dann vor der Tür hingestellt. Ne, also so wirklich so auch keinen Kontakt gehabt mit jemandem. Und dann habe ich eine Woche jetzt quasi zu Hause gelebt und jetzt seit gestern merke ich, okay, mir geht's wieder viel besser. Also zwar immer noch ein bisschen Kopfschmerzen, auch heute noch ein bisschen Kopfschmerzen, aber ich habe noch heute und morgen und dann Samstag ist wieder arbeiten und bis dahin, also es geht mir wieder um einiges besser. Es ist nicht immer so dieses so, oh scheiße, ich habe Kopfschmerzen, ich kann nicht hier aufstehen, ah fuck, alles tut weh, das ist zum Glück nicht mehr so. Und da hatte ich echt schon gedacht, oh fuck, was ist, wenn du dich jetzt damit angesteckt hast, oh nein. Das hätte mir auch noch gefehlt. Aber ja, das ist zum Glück nicht so. Und dementsprechend kamen auch die ganze Zeit keine Videos, weil ich mir dann wirklich komplett... Also was heißt, es kamen keine Videos, das ist Bullshit. Es kamen ja jeden Tag Videos. Aber es war halt so wirklich das Ding, dass ich sagte, okay, passe ich mal ein bisschen auf, so lieber, ne? Oh nein, ich wollte die Blume nicht rausholen. Pflanze wieder ein. Ja, also ich konnte die Blume nicht. Also ich konnte die Blume nicht. Also ich... Oh nein, da ist ein Ei drin, ne? Wo sind denn überall diese scheiß Eier? Also ich wollte halt wirklich diese Blume daraus, die Blume, mein Gott, nicht die Blume. Ich wollte wirklich die Videos, oder beziehungsweise ich wollte nicht spielen, da ich, ne, ich konnte nicht aufnehmen. Das ging nicht. Das wollte ich sagen. Dann hatte ich zum Glück aber noch ein bisschen was aufgenommen, mit davor noch mit den Boys, mit Moggy und Co. Und ich hatte, glaube ich, auch noch eine Folge mit Wollo und Cornel und Johnny und dann noch TDT haben wir zum Glück noch ein bisschen vor aufgenommen und so, dass alles, bevor man dann krank wurde, so dementsprechend alles top. Und seitdem es mir wieder besser ging, habe ich auch schon wieder einmal mit denen aufgenommen, mit den Jungs und so. Und jetzt kann ich auch wieder vernünftig hier für YouTube aufnehmen und so. Wir stiften.
die beiden schon mal. Wo ich denn das in Enderland. Denn das erstmal die Fossilien analysieren. Dann können wir alles zusammenstiften. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, mal gucken, wie viele von den 6 wir schon haben.